Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute 6.1.5 an. 6.1.5 ist die Mission mit Loki am Ende. Und während der kompletten Mission haben wir, können wir uns direkt am Boss kurz anschauen, den globalen Knoten Annäherung. Wenn ihr in der Nähe des Verteidigers seid, regeneriert ihr HP. Wenn ihr euch vom Verteidiger entfernt, degeneriert ihr HP. Ihr degeneriert schneller als ihr regeneriert. Das bedeutet, ihr müsst euch möglichst viel am Verteidiger aufhalten. Das Ganze funktioniert natürlich manchmal gut, manchmal nicht so gut. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, basierend auf den schon gelaufenen Wegen, ich habe schon zwei Wege gemacht in der Mission. Das ist genau der gleiche Grund wie in 6.1.3, einfach weil ich vergessen habe oder weil ich die erste Runde nicht gefilmt habe oder nicht aufgenommen habe und euch trotzdem aber Footage von Loki zeigen wollte. Es ist ein bisschen schade, weil mein erster Run deutlich besser war als mein zweiter, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie der funktioniert und auf was ihr achten müsst. Wichtig ist hier, die Knoten sind in die Pfade oder die Portale sind in die Pfade integriert. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja, was soll's. Der erste Weg, den ich gelaufen bin, war der hier rechts außen. Der Grund dafür ist, dass da einfach keine Knoten drauf sind. Das bedeutet, ihr lauft einfach hier entlang und könnt euch dann auch direkt zum Endboss teleportieren. Der zweite Weg war ähnlich. Ich bin hier außen entlang, bin dann an Kang vorbei. Der Kang hat Aspekte Evolution, Retourkutsche und verbesserte Aufrüstung. Das ist ein bisschen nervig, weil Kang eine bisschen. Ja, die zweite Superkraft von Kang ist schwer auszuweichen. Das bedeutet, ihr wollt eigentlich, dass er immer bei der ersten Superkraft bleibt. Und ich habe es mit Hyperion gemacht und habe im Endeffekt dann gar keine Superkräfte eingesetzt, außer die dritte Superkraft, nachdem er seine erste gerade eingesetzt hat. Und dann geht es hier hoch zu Crossbones, Karnak, Silver Warrior, Nebula. Und dann geht es zu Loki. Was ich Dummes gemacht habe im zweiten Run war. Ich habe Sentinel gegen Nebula benutzt und wie ihr wisst, kann Nebula, sobald sie 5 Schockladungen hat, Roboter ausschalten. Das bedeutet, mein Sentinel war nutzlos. Da musste ich den Kampf abbrechen, wollte aber nicht von vorne anfangen. Und deswegen konnte ich leider noch nicht mit Sentinel gegen Loki kämpfen. Meinen Hyperion habe ich davor schon verloren, weil ich schlecht gespielt habe. Das seht ihr aber gleich im Kampf. Der Loki hat auch keine super besonderen Knoten. Alles, was ihr drauf habt, ist Kraft des Willens, Buffdauer, Dämpfung. Das bedeutet, die kritische Chance sinkt für jeden aktiven Buff, den ihr habt, um 50%. Gelenkig und die verbesserte erste Superkraft. Das bedeutet, die erste Superkraft kann nicht abgewehrt werden und die zweite Superkraft von Loki kann ja im Allgemeinen nicht abgewehrt werden. Ich zeige euch jetzt im Video, wie ich gegen den Loki gekämpft habe und auf was ihr achten solltet. Und dann war es das auch schon von der Mission. So, Loki an sich ist ja gar kein so schwerer Gegner. Es ist auf jeden Fall einer der einfacheren in Akt 6. Ich sag mal nach Ghost wahrscheinlich der zweiteinfachste. Aber wie ihr sehen könnt, kann man einige Fehler gegen Loki machen. Das erste, was mir passiert ist, ich habe direkt vergessen, dass seine erste Superkraft unblockbar ist. Das bedeutet, er hat meinen Grausamkeitsbuff gestohlen, den ich mir mit Corvus mühsam erarbeitet habe. Weil ihr jetzt oben seht, das Symbol, das immer von Rot auf Grün und von Grün auf Rot wechselt, das ist die Annäherung. Wenn es rot ist, verliert ihr 3% HP pro Sekunde. Wenn es grün ist, regeneriert ihr 1% pro Sekunde und ja, ansonsten, der Kampf an sich ist relativ geradlinig, da gibt es nicht so mega viel zu beachten. Ihr müsst natürlich immer wieder auf Abstand gehen, um seine Superkräfte auszuweichen, durch das natürlich beide unblockbar sind, ist das ein bisschen nervig. Ich persönlich finde es deutlich einfacher, seine zweite Superkraft auszuweichen als die erste, aber beides sind eigentlich machbar. Bei der ersten muss man das Timing halt richtig haben. Insgesamt habe ich nicht sonderlich gut gespielt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin gestorben einfach aufgrund von Flüchtigkeitsfehlern. Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, wie ihr jetzt dann auch gleich sehen könnt. Hier macht er die zweite Superkraft. Ich gehe nach der Superkraft rein, bin aber zu langsam. Er haut mich um und dann war mein Corvus weg. Dann dachte ich mir, okay, schade. Dann nehmen wir halt einfach Magic. Dann soll Magic das Ganze halt richten. Magic ist an sich eine super Option für Loki, weil ihr die Möglichkeit habt, mit Kraftkontrolle zu arbeiten. Und Kraftkontrolle bedeutet natürlich, der Gegner kann keine Superkräfte einsetzen und ihr könnt ihn in seiner Ecke halten und ihr regeneriert relativ viel. Das hat
in der Theorie auch super funktioniert. Das war halt die Umsetzung, die mal wieder mangelhaft war. Und das war einfach, weil ich schlecht gespielt habe. Also ihr könnt mit einer Magic, meine Magic ist 5 Sterne, Rang 4, also 5 Sterne natürlich, ist ein Rang 4 Champion. Und man kann Loki definitiv mit Magic besiegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was halt wichtig ist, ist halt die ganze Sache mit den Buffs und den Debuffs, beziehungsweise mit den Buffs. Sobald ihr einen Buff habt, wie ihr zum Beispiel Geschick, wird halt eure kritische Trefferchance oder eure kritische Rate extrem verringert. Das bedeutet, der Schaden ist im Allgemeinen nicht so hoch, wie er sein könnte, sein sollte. Vor allem in Bezug auf Champions wie Magic, die ja ein bisschen davon oder ein bisschen arg davon profitiert, wenn sie kritischen Schaden machen kann. Einfach weil der Grundschaden von Magic jetzt nicht übermäßig hoch ist. Ansonsten, wie gesagt, Magic kann problemlos einen Loki bezwingen, der die Kraftkontrolle hilft enorm in dem Kampf, weil ihr seht, ihr verliert schon enorm viel Leben durch durch die Annäherung, beziehungsweise halt, wenn ihr weiter weg steht. Und das Ganze wieder hochzuheilen, dauert seine Zeit. Magic hat da dann zusätzlich noch den Vorteil, dass er durch den Limbo den Schaden durch die Annäherung einfach praktisch wieder gegenheilen kann. Was an sich halt auch, wie gesagt, Magic ist eine super Option. Ich hätte gern mein Sentinel für den Kampf gehabt, weil Loki ja so viele Superkräfte einsetzt, hat man die Aufladungen halt super schnell bei 100. Und Sentinel macht dann halt echt viel Schaden. Es ist schade, dass ich ein davor verloren habe. Das war einfach pure Dummheit von mir. Genau das gleiche mit Hyperion. Ich habe Hyperion gegen Crossbones verloren. Einfach weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich pariert habe, direkt angegriffen habe, ohne zu schauen, ob er die Lähmung abschüttelt. Und ich wollte dann einfach nicht nochmal von vorne anfangen und deswegen jetzt ein bisschen das Kuddelmuddel. Ich denke, es ist auch nicht schlecht zu sehen. Die meisten Leute laden halt ihre One-Shots auf YouTube hoch und ich denke, es ist auch nicht schlecht zu sehen, wenn man weiß, was man alles falsch machen kann. Also ihr seht ja, die Fehler, die ich mache, sind relativ deutlich zu sehen. Da ist nichts irgendwie geheim, da ist nichts für, keine Ahnung, das nichts, was ich euch enthalten möchte, sondern ich zeige ganz klar, dass ich einfach manchmal scheiße spiele. Und ich denke, das passiert jedem und ich will damit nur zeigen, dass auch wenn ihr scheiße spielt, kann man die Bosse trotzdem legen. Ihr solltet natürlich nicht immer scheiße spielen, dann wird es natürlich schwierig. Im Endeffekt hat Magic dann doch einiges hinbekommen, aber halt nicht alles, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Genau der gleiche Fehler wie im ersten Kampf. Dann habe ich meinen Dr. Octopus reingeholt. Dr. Octopus ist auch super gegen Loki, eben auch, weil er die Kraftkontrolle hat. Plus Dr. Octopus bekommt ja zusätzlich noch Kraft, wenn er die Kraftkontrolle auf dem Gegner hat. Das funktioniert super gut. Da musste ich dann leider kurz einen Teil rausschneiden, weil ich angerufen wurde im Fight. Aber an sich war der Kampf eh schon vorbei. Wie gesagt, 6.1. 4 ist nach 6.1.3 wahrscheinlich die einfachste Mission, die ihr machen müsst. Und Loki ist nach Ghost dann halt auch der einfachste Endboss, in meinen Augen zumindest, auch wenn man es mal verbocken kann gegen ihn. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute.